ein riesengroßer, schöner, blauer Wal. Wie er durch das Wasser gleitet, ist phänomenal. Obwohl er 30 Meter lang ist und 200 Tonnen schwer, scheint er zu fliegen durch die Wellen, durch das Meer. Doch Willi Plank Sorgen, gibt es für ihn ein Morgen. Das Meer ist sein Zuhause, er kann hier ja nicht raus. Willi Wal hat keine Wahl, es gibt nur einen Ozean. Und dass Willi überlebt, das geht uns alle an. Doch wir verschmutzen unsere Meere mit Plastik und mit Dreck. Und irgendwann ist Willi Wal dann einfach weg. Ja, irgendwann ist Willi Wal dann einfach weg. Willi kommt viel rum, er war schon auf der ganzen Welt. In der Arktis, im Pazifik, wo's ihm überall gefällt. Doch er findet kaum noch Stellen, die noch nicht belastet sind. Er hat Angst um seine Herde und sein Kind. Kann Willi überleben, kann es eine Zukunft geben? Das Meer ist sein Zuhause, er kann hier ja nicht raus. Willi Wal hat keine Wahl, es gibt nur einen Ozean. Und dass Willi überlebt, das geht uns alle an. Doch wir verschmutzen unsere Meere mit Plastik und mit Dreck. Und irgendwann ist Willi Wal dann einfach weg. Ja, irgendwann ist Willi Wal dann einfach weg. So wie Willi geht es vielen Tieren überall im Meer. Von überall kommt Dreck und Müll und Öl zu ihm daher. Und auch an Land, da wird es schlimmer. Auch die Luft ist nicht mehr klar. Und es wird immer schlimmer jedes Jahr. Überlegen wir zusammen, was können wir dagegen tun? Was können wir? Was kann ich? Was kannst du dagegen tun? Diese Welt ist unser Zuhaus. Wir können hier ja nicht raus. Willi Wal hat keine Wahl, es gibt nur einen Ozean. Und dass Willi überlebt, das geht uns alle an. Doch wir verschmutzen unsere Meere mit Plastik und mit Dreck. Und irgendwann stirbt Willi Wal. Willi Wal hat keine Wahl, es gibt nur einen Ozean. Und dass Willi überlebt, das geht uns alle an. Doch wir verschmutzen unsere Meere mit Plastik und mit Dreck. Und irgendwann ist Willi Wal dann einfach weg. Ja, irgendwann ist Willi Wal dann einfach weg. Irgendwann ist Willi Wal dann einfach weg.